Was wir hier sehen, ist ebenfalls, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die guten Charaktereigenschaften des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er hat die Frau nicht angeschimpft, hat sie nicht von dort weggezogen. Er hat ihr diese zwei Worte gesagt, Isbiri wattaqillah, und ist fortgegangen. Und sie sagte zu ihm dann, Ilayka anni. Ilayka anni ist kein höfliches Wort. Ilayka anni ist nicht unbedingt die höflichste Ausdrucksweise, wenn man jemandem sagen möchte, das ist so viel wie verschwinde. Verschwinde. Denn du hast nicht dasselbe Leid zu ertragen, das ich hier gerade ertragen muss. Oder du kennst ihn nicht, sagte sie. Sie wusste aber nicht, dass das der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Und deswegen, als ihr dann später mitgeteilt wurde, dass es der Prophet war, in einer Überlieferung heißt es, فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ. Sie hat sich gefühlt wie jemand, der am Sterben ist. Aus Ehrfurcht, aus Respekt vor dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und sie dachte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sowas ist wie die Könige. Und wir wissen, Könige haben Leibwächter, und ihre Häuser werden bewacht und man darf nicht ohne Erlaubnis der Leibwächter rein. Und als sie dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ging, war sie erstaunt darüber, dass an seiner Tür niemand steht. Und sie ging dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und entschuldigte sich. Und daraufhin lehrte der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch etwas, und zwar, dass die Geduld, das ist die erste Geduld. Das ist die Geduld, mit der man sich beweisen kann. Alles andere, was später, die spätere Form der Geduld, die man ausübt, das ist die Geduld, die jeder Mensch teilt. Das ist das Vergessen, der Prozess des Vergessens, den jeder teilt, für den du selbst nicht verantwortlich bist. Du hast damit nichts bewirkt. Das ist wie in der deutschen Aussprache sagt man, die Zeit heilt alle Wunden. Deswegen sagt er, innama sabru inda sadmatil ula, das ist die Geduld. Sich in Kontrolle zu halten, wenn die Wunde frisch ist. Und deswegen sagt der Prophet, diese Aussage hat er sozusagen gesagt, um ihr zu sagen, du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Es gibt hier nichts, wofür du dich entschuldigen musst, aber bedenke deinen eigenen Zustand, du hast dir großen Lohn entgehen lassen. Du hast dir selbst großen Lohn entgehen lassen. Deinen Sohn hast du nicht zurückgebracht dadurch. Den Sohn hast du nicht zurückgeholt und den wirst du auch nicht zurückholen. Aber du hättest dir was anderes holen können, das hast du dir dazu auch noch entgehen lassen. Das heißt, du hast dir zweimal selbst Leid angetan eigentlich. Das ist bei Bukhari und Muslim.